when the haters are coming and you're just like... Hello, willkommen am Kanal und zu meinem Video. Wie du wahrscheinlich schon siehst, dieses Video wird ein bisschen extra, denn heute zeige ich dir drei verschiedene Festival-DIYs, die du super einfach nachmachen kannst. Oh mein Gott, ich rede gerade so schnell. Okay, drei verschiedene Festival-DIYs, die du super einfach nachmachen kannst. Unter anderem das hier und ich würde sagen, fang gleich an. Also, let's do this. Okay, fangen wir direkt mit der allerersten DIY-Idee an. Und zwar geht es jetzt um dieses weiße T-Shirt hier. Das sieht sehr basic und langweilig aus. Ja, tut's leider, aber I got you. Schau mal nach oben. Ich habe so Textilfarbe gekauft und zwar gleich zwei verschiedene Farben. Und damit werden wir jetzt das T-Shirt einfärben. Ich habe jetzt hier also die ganz normale Batik-Technik benutzt. Das heißt, ich habe das T-Shirt genommen, ein Gummiband und dann einfach das T-Shirt irgendwie, ja, zusammengewickelt und dann einfach das Gummiband da drum gemacht. Das könnt ihr wirklich komplett random machen. Und ich kann euch sagen, am Ende wird auf jeden Fall ein richtig nices und kreatives Muster dabei rauskommen. Und da machen wir auch schon weiter mit der Farbe. Befolgt ihr auf jeden Fall einfach die Anleitung von eurer Textilfarbe, je nachdem welche ihr holen werdet. Bei meiner stand jetzt drauf, dass ich einen Eimer mit 4 Liter Wasser füllen muss, 4 Esslöffel Salz darunter mischen muss und anschließend die Farbe dazugeben kann. Das Ganze habe ich dann zusammen gemischt und dann einfach, ja, meine zwei T-Shirts reingepackt und für circa 20 Minuten einziehen lassen. Je nachdem wie stark ihr die Farbe haben wollt, könnt ihr es kürzer oder länger drin lassen. Ich habe sie halt nach circa 20 Minuten rausgeholt und habe dann genau dasselbe nochmal mit der anderen Farbe gemacht und meine Shirts dann wieder für 20 Minuten drin gelassen. Ich finde es halt cool, wenn man zwei verschiedene Farben benutzt oder sogar drei Farben, weil sich die Farben dann auch untereinander mischen und einige richtig fancy Stellen entstehen. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn die Farbe genug eingezogen wurde, könnt ihr das Ganze für eine Wäsche in die Waschmaschine reinpacken und anschließend sieht das Zwischenergebnis so aus. Ich finde, jetzt sieht es schon mega nice aus und eigentlich kann man das natürlich jetzt schon so tragen. Aber Leute, wir werden das jetzt noch super fancy gestalten. Get ready. Ich habe für dieses DIY eigentlich hauptsächlich die Schere benutzt, einfach um Dinge wegzuschneiden oder alles irgendwie festivalmäßiger zu gestalten, indem ich Risse und so weiter erstelle. Als allererstes habe ich aus den Ärmeln Fransen gemacht. Ich finde, das ist einfach typisch Festival-like, deswegen muss es auf jeden Fall sein. Und dieser Schritt dauert zwar etwas, aber ihr könnt währenddessen auf jeden Fall ein Musikalbum hören, eine Serie schauen oder ihr schaut einfach das Video, was ich euch hier oben verlinke. Ich war zusammen mit Schruppi und Becky auf einem Festival, habe die zwei mit einigen Dingen überrascht und ja, dann ist dieses verrückte Video entstanden, also schaut sehr gerne vorbei. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Fransen erstellt und dann langgezogen, damit das Ganze einfach sauberer aussieht und dann immer den letzten Teil weggeschnitten, damit nicht irgendwie so ein dicker Fetzen da quasi noch ranhängt. Anschließend habe ich mich entschieden, noch an den Schultern so kleine Risse zu erstellen, weil ich finde es irgendwie nice, wenn das Ganze noch so ein paar Details hat, die man vielleicht nicht als allererstes sieht, aber die einfach da sind. Und dann habe ich mich noch dazu entschieden, aus dem Ganzen einfach mal einen Crop Top zu machen, weil why not? Und ich finde, das passt irgendwie auch zum ganzen Outfit. Und wenn man will, kann man noch ein Patch daran machen. Ich habe nämlich in meinem Euroshop diesen Patch hier gefunden und ja, ich fand den einfach mega nice und der hat farblich natürlich auch voll gepasst. Den habe ich also einfach dran gebügelt und voila, schon ist dieses DIY fertig. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr einfache Brillen super einfach festivalmäßig aufpimpen könnt und das für nur 1 Euro. Ich habe als allererstes diese Brille hier für 2 Euro gekauft und ich fand, die sah schon mega nice aus. Habe mich dann aber dafür entschieden, von meinem Euroshop noch so kleine Deko-Elemente zu kaufen und sie einfach mit Hilfe von einer Heißklebepistole dran zu kleben. Ich habe das einmal mit diesen Blumen hier gemacht. Das heißt, die habe ich einfach dran geklebt und das Ganze einfach symmetrisch gemacht, damit es auf beiden Seiten gleich aussieht. Und genau dasselbe habe ich auch mit einer anderen Brille gemacht, die ich auch für 2 Euro bekommen habe. Aber da habe ich so Buchstabensteinchen benutzt, die eigentlich dafür da sind, damit man halt so Ketten und so weiter erstellt. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einfach damit so einen Schriftzug auf der Brille und schreibe damit Slay All Day drauf. Das ist halt wirklich eine Brille, die keiner andere hat, die mega nice ist, um sie zu tragen oder um Bilder damit zu machen. Und ja, getragen sieht das Ganze dann so aus. Ein Accessoire, was man wirklich auf jedem Festival sieht und schon so ein Must-Have ist, sind Blumenkränze. Und ich habe mich dafür entschieden, einen Blumenkranz selbst zu gestalten. Ich wollte auf jeden Fall einen Rainbow-Blumenkranz, Leute, und war dafür im Bastelgeschäft und habe mir dann von jeder Farbe eine Blume mitgenommen und dann immer die Blüte mit Hilfe von einer Zange weggeschnitten. Die Sache ist, dass diese Fake-Blumen immer so Draht innen drin haben, damit man die halt immer verbiegen kann und so weiter. Und deswegen kann man sie mit einer Schere schwer zerschneiden, aber mit so einer Zange klappt das wirklich perfekt. Ich habe dann also einfach aus dem Bastelgeschäft so einen Haarreifen für 70 Cent gekauft und die ganzen Blüten in der richtigen Reihenfolge mit Hilfe von Heißkleber draufgeklebt und ta-da-da-da-da, so sieht das Ganze dann aus. You're from the 70s.
Lass mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, welches DIYs du am coolsten fandest und nachmachen wirst. Und ansonsten findest du jetzt hier einmal noch ein Video von Becky und von Schruppi. Die beiden haben ja die DIYs richtig fancy vorgestellt. Also thanks for that, girls. Und ja, schaut gerne vorbei, denn da haben wir auch Videos gedreht. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis dann. Tschüss.